KinoCast. Hallihallo und herzlich willkommen hier in Paris und im Eiffelturm. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Hast du dein Baguette dabei und deine... Oh, mon petit baguette. Oh, mon cœur brûle. Mon cœur brûle pour toi. Sehr mon gut, chéri. Oh, l'amour toujours. Oh. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört es schon raus. Wir hatten einen französischen Film in der Sneak Preview, über den wir nachher gleich reden. Der heißt Eiffel in Love. Im Original heißt er nur Eiffel, also Eiffel. Und der startet jetzt am 18. November. Das heißt, jetzt vergangenen Donnerstag ist der gestartet. Über den sprechen wir dann gleich. Dann sprechen wir noch über ein paar Heimkino-Premieren, die es gab. Zum Beispiel Jungle Cruise auf Disney Plus, Red Notice auf Netflix. Und ich habe mir den Schläferz-Film angeschaut, RoboShark. Haie aus Roboterteilen oder Roboterhaie sozusagen. Und mal gucken, ob wir es noch schaffen. Dann stelle ich noch eine coole neue Serie vor. Die nenne ich jetzt mal noch nicht. Vielleicht schaffen wir es ja nicht. Es gibt natürlich ein Rätsel, wo ich die beiden hier challengen werde gegen Ende. Und komm doch, komm mal ran auf den Meter. Und gleich am Anfang, wenn alle noch frisch und munter sind zum Zuhören, kann ich ja gleich mal erwähnen, es wird dieses Jahr natürlich auch wieder einen Adventskalender geben auf der KinoCast-Webseite. Der wird allerdings ein bisschen anders werden als in den vergangenen Jahren. In den vergangenen Jahren haben wir es ja so gemacht. Es wurde pro Tag ein Bild gepostet und dann konnte man unten drunter in den Kommentaren versteckt tippen und dann gab es so eine Rangliste und bla 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 und es war alles sehr aufwendig mit den ganzen Auswerten und so weiter. Diesmal habe ich mir gedacht, keep it simple, weil das ist wirklich ziemlicher Aufwand, die ganze Auswertung und alles. Es gibt einfach jeden Tag einen kleinen Preis zu gewinnen, also von klein nach, keine Ahnung, gibt auch manchmal ein paar größere und mal gucken, wir sind gerade noch in Gesprächen mit anderen eventuellen Sponsoren, vielleicht liefert uns da jemand noch was Cooles oder sponsert vielleicht sogar ein Feld auf dem Adventskalender. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es so ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Adventskalender sein, wie viele Firmen auch haben, wo man halt den ganzen Kalender sieht und Türchen aufmachen kann und so weiter. Also total langweilig einfach. Ja, einfach total lang. Muss man nicht mitmachen. Genau. Gibt es auch nur Scheiß zu gewinnen. Nee, echt cool. Ich sehe es schon hier alles. Ich werde so alles fotografieren und dann jeweils bei dem Türchen immer mit reinstellen, was es zu gewinnen gibt und ja, wird dann quasi, ich weiß nicht, wie wir es machen, ob wir dann die ganze Woche dann am Wochenende, wenn wir die Sendung aufnehmen, dann nennen, wer was gewonnen hat. Vielleicht können wir es so machen, mal schauen. Oder ich mache es halt einfach jeden Tag, dass ich die Gewinner anschreibe. Ja, freut euch drauf. Also es gibt dann auch wieder immer ein Bild zu einem Film des vergangenen Kinojahres oder vergangenen Kinocast-Jahres. Da können ja auch Filme drankommen, die schon ein bisschen älter sind, die wir aber hier besprochen haben vielleicht. Und ja, dann wird es eine schöne Ratezeit. Aber da geht halt alles mehr oder weniger automatisch. Da muss ich nicht selber. Und habe natürlich auch die Kritik angenommen. Es hat ja geheißen, dass manche erst abends richtig sich mit dem Thema beschäftigen konnten. Und da, ich kenne das ja von mir selber, wenn man arbeitet tagsüber. Deswegen, ich habe ja abends immer schon das Türchen aufgelöst, weil ich es ja irgendwann dann abends machen wollte, musste. Und nicht bis nachts 0 Uhr warten konnte, bis ich das auflöse jeden Tag. Das wird dann halt einfach, das läuft halt automatisch, ne? Also das Türchen bleibt bis 12 Uhr nachts offen und dann wird automatisch das vorhergehende Türchen deaktiviert und dann kommt das nächste Türchen dran und bleibt dann auch 24 Stunden geöffnet. Müsste, denke ich mal, allen zugutekommen. Wir probieren es mal aus. Ich hoffe, es funktioniert alles technisch. Es war jetzt ein bisschen Programmieraufwand. Es können sich Fehler einschleichen. Errors may occur. Dann seid nicht zu sehr sauer. Dann schreibt mir gleich eine Mail, wenn euch irgendwas auffällt oder so. Dann kann ich das fixen. Mit Beleidigung oder ohne Beleidigung die Mail? Je nachdem, wie schlimm der Fehler ist. Gerne mit, oder? Also. Ja, ansonsten, man kann ja erstmal nett schreiben. Okay, alles klar. Dann legen wir mal los mit Eiffel in Love. Mensch, den wollte ich ja echt sehen, den Film. Und ich hätte ihn ja fast sogar zweimal geschaut in der Woche, weil ich meiner Frau versprochen habe, dass wir da in den Film reingehen. Sie wollte den nämlich auch gern sehen, hat dann bloß aus anderen Gründen nicht geklappt. Und so blieb es dann halt bei der einen Sichtung in der Sneak Preview. Und in dem Film geht es darum, dass Gustave Eiffel, den lernen wir kennen, wie er um den Auftrag kämpft, den Eiffelturm zu bauen. Und parallel wird immer so ein Rückblenden erzählt, wie das so früher war, denn er lernt in der
ich nenne es mal in der Jetztzeit, was damals hier 1890 ist, lernt er so eine Frau kennen oder trifft eine Frau wieder und mit der hat er quasi eine Geschichte. Also er hatte sie früher schon mal kennengelernt, als er noch ganz jung war und in Bordeaux sein erstes großes Werk gebaut hat, so eine Eisenbahnbrücke aus Stahl, die jetzt auch immer noch steht und besichtigt werden kann. Und da hatte er die Frau kennengelernt, denn sie war die Tochter des Bauherrn dort vor Ort. Und ja, haben sich damals verliebt gehabt, haben sich dann aus den Augen verloren, um es mal vorsichtig zu sagen. Das wird dann alles genauer erläutert. Und er trifft sie dann halt wieder, als es darum geht, für die Weltausstellung 1889 dort ein Monument zu errichten. Und er wird da so ein bisschen leicht aus der Bahn geworfen, weil er dann auch so sich erinnert, wie das damals war. Und das fließt auch alles mit ein in seine Schaffenskraft für das Bauwerk. Und ja, ich glaube, viel mehr will ich jetzt mal da vielleicht gar nicht so verraten. Also vielleicht noch, was man erwähnen kann, dass Alexandre Desplat hat hier die Musik gemacht. Der war ja auch schon diverse Male Oscar nominiert. Ich glaube, für Hugo Capré hat er auch die Musik gemacht und ich glaube, für The Artist. Und also die Musik habe ich bloß am Schluss gelesen. Die hat mich jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen. Ich dachte nur, ich wollte es mal erwähnen, weil das doch ein bekannterer Name ist. Weil die anderen, die da so mitgespielt haben, die kannte ich jetzt alle nicht so. Ich weiß nicht, Chris, wie es dir da ging. Kanntest du ja, doch, jemanden? Eine kannte ich. Ja? Ja, klar. Warte, die, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber sie hat in Sex Education die Maeve gespielt. Ach, in der Serie? Die habe ich nicht geschaut. Ja. Genau, das, warte, ich gucke kurz, wie sie heißt. Spielt die da auch eine Französin? Emma oder? McKay. Emma McKay. Ist das eine? Ja, die Hauptdarstellerin. Also die weibliche Hauptrolle. Okay. Emma McKay. Aber nein, sie spielt da keine Französin. Adrienne Bourgeois. Mhm. Und also in I Fell in Love. Und in Sex Education spielt sie die Maeve, die Hauptdarstellerin auch. Und war das die Mutter? Hat ja, oder? Nee, wer war das? Die Schülerin. Die Schülerin. Also bei Sex so, Education doch, oder bei I Fell in Love. Ach da, doch, die weibliche. Ah, jetzt sehe ich es hier gerade. Ah, okay. Emma McKay. Ah, okay. Was ist mit dir los? In Le Mans geboren. 4. Januar 96. Ah, sie ist halb Französin, die hat eine britische Mutter und einen französischen Vater. Deswegen vielleicht so bei Sex Education. Da kann sie natürlich in beiden Welten gut vorankommen. Ja. Sehr schön. Aber sonst irgendwas vergessen oder so? Also ich habe ja irrsinnig viele Dokus hier zum Thema Eiffelturm und so geschaut. Ich weiß nicht. Das interessiert mich immer wieder, das Bauwerk. Auch wenn mein Vater, ich habe den, als ich damals den besucht habe, zum ersten Mal, nachdem die Grenzen auf waren, Anfang der 90er, hat er noch in Paris gewohnt, da ist er mit mir zum ersten Mal auf dem Eiffelturm drauf, weil er hat zwar in Paris gewohnt, aber das hat ihn irgendwie nie interessiert und er mochte das auch nicht. Das ist quasi so dieses Typische, dass da viele den Eiffelturm gar nicht mögen, was man auch gesehen hat in dem Film auch, ne, was so dargestellt wurde. Wurde ja damals auch extrem angefeindet, das Bauwerk am Anfang. Ja, ziemlich, ja. Ja, weil wenn du die restliche Architektur siehst, die da so außenrum ist, das passt halt überhaupt nicht da rein. Aber es ist halt natürlich eine absolute Landmark und eine Sehenswürdigkeit, die jetzt natürlich auch viele Besucher anzieht. Aber wer so das alte Paris mag, die alte Architektur, was weiß ich, so Montmartre und sonst was und die Häuser da unten und diese Paläste, die da unten auch in der Nähe stehen oder so. Ja, das ist halt so ein absolut, also in der Hinsicht ein störendes Element in diesem ganzen architektonischen Gesamtbild. Denn Paris ist ja damals mit dieser Achsenstruktur entwickelt worden, dass du quasi immer, ähnlich wie hier bei Solitude war das ja auch, dass du quasi eine gerade Linie hast von den Schlössern zueinander. Das ist ja quasi auch adaptiert worden hier bei uns. So ist es halt in Paris auch. Du kannst halt fast von jedem Monument aus hast du eine gerade Linie, wo du ein anderes sehen kannst, wo du so durch die Straßenschluchten durch, dass das nicht so zugebaut ist. Und ja, da siehst du halt immer den Eiffelturm. Das wäre so, wie wenn du mitten in Stuttgart, was weiß ich, in den Schlosspark, wenn du da ein Hochhaus hinbauen würdest. So ungefähr wäre das. Mhm. Ja, das haben sie doch, wollten sie doch, die wollten doch so ein Trump Tower sogar, wo sie auf dem Parksattel bauen wollten. Den wollten sie bei uns oben, genau, im Parksattel. Jetzt baut ja der Porsche da oben. Ja. Ja.
Naja, aber zurück zu Eiffel and Love hier. Wie fandst du es denn so? Ich habe ein bisschen, bin ja ein bisschen biased bei sowas. Ein bisschen, aber nur. ja, sagen wir es so. Also ich habe gedacht, okay, vielleicht wird es ja ganz nett. Vielleicht ist es halt wirklich eine ganz coole Geschichte, die da drumherum erzählt wird, auch wenn es, ja, wie war das, Teile von Wahrheit enthalten kann. Irgendwie ist das, keine Ahnung, was es, wie es im Endeffekt war. Es war halt, am Ende des Tages war es für mich halt, okay, wir erzählen jetzt eine Geschichte, bisschen wie der Eiffelturm gebaut wurde und wie es dazu kam. Und das müssen wir jetzt irgendwie noch drumherum verpacken, weil das ist ansonsten ein bisschen zu lahm und ein bisschen, das gibt nicht mehr her. Ach, dann hauen wir halt noch eine richtig fette Love-Story drumherum, wo es eben auch die Form des A's, des Eiffelturms, eigentlich heißt der ja Eiffelturm. Tour de Fell. Ja, Tour de Fell. Und warum der diese A-Form hat und was weiß ich was, ah, dann konstruieren wir da halt herum eine Geschichte. Und das war für mich so, das ist der Hauptknackpunkt eigentlich, dass dann wirklich daraus mehr oder weniger eine konstruierte Geschichte entstanden ist, die nett erzählt ist, niemandem wehtut, aber ja, ungefähr so tiefgründig ist wie eine Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ja, also es hat mich jetzt nicht ja, vom ich weiß genau, was du meinst. Also. Ich weiß genau, das war auch mein Punkt, wo ich gesagt habe, diese ganze Liebesgeschichte wirkt für mich viel zu sehr aufgesetzt, weil das hat ja mit der Realität nichts zu tun, dass er da plötzlich aus der Bahn geworfen wird und dann seinen wichtigsten, sag mal, Finanzier da, die Frau irgendwie da, mit der eine Liaison hat oder sowas. Ich meine, das... weshalb ich auch mich so viel mit dem Thema Gustave Eiffel beschäftigt hatte, war, das ist einfach ein grandioser Erfinder. Also ohne den, also ich meine, ja, die meisten Leute kennen ja nur den Eiffelturm. Der hat ja noch viel mehr gemacht, aber die Bauwerke sind gar nicht mal so sehr das, worauf ich jetzt hinaus will, sondern er hat ja, um die Sachen zu bauen, Sachen erfunden, ja, auf den du jetzt noch quasi, mit denen du jetzt noch arbeitest und wo er quasi den Grundstein gelegt hat. Er hat ja auch, was weiß ich, Windkanäle gebaut gehabt, was eigentlich dann für den späteren Flugzeugbau relevant war. Er hat den Eiffelturm für die Wettermessstation und sonst was genutzt und auch für Funktechnik, Richtfunk und alles. Gerade diese ganzen Erfindungen oder auch das, was im Film ganz kurz mal erwähnt wird, wie man die Brücken in dem fließenden Wasser, in dem Untergrund, wie man die fixiert mit diesen Fundamenten. Das war ja damals eine ingenieurtechnische Höchstleistung, darauf musst du erstmal kommen, ja. Weil vorher gab es halt nur Brücken, die irgendwie von einer Ecke des Berges zur anderen Ecke des Berges. Die wurden halt, wenn da ein Fluss war, konnten die halt nicht im Fluss abgestützt werden. Und damit konntest du halt einfach mal jede Brücke, die jetzt gebaut wird, die durch den Fluss führt, basiert auf dem System, ne? Das ist total krass. Das fand ich halt wieder brutal schade, weil das viel zu kurz dann eigentlich kam. Das war so, ja, wir haben das und das und das und das funktioniert so und so. Okay, next. Ja, also die Geschichte, dass er sich nun da irgendwo eine Liebesgeschichte und sowas, ich weiß nicht. Ja, und dann hat mir noch das gefehlt, dass er hat ja drei Kinder gehabt, ne? Und es kam, also es war in der einen Szene, waren es wirklich, dass drei Kinder sind und es war dann immer nur die älteste Tochter dann noch, die ja sich verlobt hat mit einem aus seinem Team, den Adolf, den neuen, den keiner so wirklich wahrgenommen hat. Aber was dem seine Rolle war, außer da stehen und dumm grinsen, das hat sich mir nicht erschlossen. Also Comic Relief Element da. Ja, also komplett. Also das war komplett Banane einfach. Und auch, wie oft haben sie denn dann über seine Frau gesprochen, mit der er halt drei Kinder hat? Also klar, die ist gestorben, irgendwie so, warum auch immer, keine Ahnung, aber um die ging es eigentlich fast nie. Und es ging immer nur um, oh, Adrian und oh, ja, und hier und da und oh, ich liebe sie so sehr und ich habe sie immer geliebt. So, ja, aber ich mache einer anderen drei Kinder und oder what? Also, verstehst du, was ich meine? Es kam alles so total kurz und es war so,
Fokus einfach auf die beiden und alles drumherum. Okay, wir brauchen tatsächlich noch den eigentlich das Hauptthema und das erzählen wir dann irgendwie auf einem Bierdeckelchen. Und das nicht richtig gut. Und das ist halt, ja. Tja, hätten sie vielleicht lieber, was weiß ich, eine Liebesgeschichte mit der Tochter oder sowas in den Fokus gerückt und lieber ihn seine Experimente und alles machen lassen. Und ja, eben. Mh. Also ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn einfach hier wirklich diese ganzen Sachen, mit warum der Eiffelturm steht, guten Durst, Tee. Ja, trotzdem. Schönen Pausentee. Pausentee. Ja, Pausentee. Machen wir Pause? Hört man das so sehr hier? Okay. Ja, also, nee, hört man nicht so. Niagarafälle sind scheiße gegen, aber. einfach da mehr da das reinpackt und nicht so komplett dieser Fokus auf eine teils dann doch hanebüchene Liebesgeschichte zu legen. Mhm. Und das fand ich einfach schade. Das hat es eigentlich nicht verdient. Auch der Aufstand von den Arbeitern und so, das, da hätte man... Das ist typisch Frankreich. Also da wird ja ständig gestreikt. Also ja. Ist ja fast jedes Mal, wenn ich in Paris war, da war da irgendwo ein Streik. Selbst wo ich das erste Mal in Paris war, da bin ich mitten in so einen Arbeitsstreik reingeraten. Waren die auf der Straße plötzlich. Ich kam da aus so einer Seitengasse, war mitten in so einem Mob von Leuten drin. Wow, was geht hier? Ey, kommst aus der ehemaligen DDR, bist quasi so zum ersten Mal richtig irgendwo. Wow, was geht hier? Ja. Ja, ja, ist einfach, ja. Mhm. Ja. Also, es fehlte an so vielem. Lieber noch ein paar Fun Facts über den Eiffelturm. Hm? Was ja die ingenieurtechnische auch eine Höchstleistung am Eiffelturm ist, ist ja auch die Tatsache der Aufzug, der da hochgeht zur ersten Ebene. Ihr wart ja noch nicht oben, oder? Wart ich war noch nie in Paris. Schon oben. Du warst schon, ja. Ich war schon. Da haben sie es dir bestimmt erklärt mit dem Aufzug, ne? Ja. Dass der quasi über Umlenkrollen zieht quasi die eine Gondel, die andere Gondel wieder hoch, ne? Und braucht deswegen ganz wenig. Ja. Das haben sie ja damals auch völlig neu, war die Erfindung. Ich habe ja auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht gehabt. Es war tatsächlich, es haben sehr viele mitgemacht, irgendwie so ein paar hundert Leute. Sehr ungewöhnlich, normalerweise sind es immer noch so 20, 30, 40 oder so. Und das teilt sich wirklich fast Hälfte, Hälfte. Es waren aber knapp mehr nicht auf dem Eiffelturm bis jetzt, als die drauf waren. Irgendwie 54% waren noch nicht auf dem Eiffelturm. Ich war zwar noch nicht auf dem Eiffelturm, aber dafür schon auf dem schiefen Turm von Pisa. Ja, warst du da auch ganz oben in dem Billardzimmer? Ja. Das ist ja ein bisschen scheiße, oder? Wir sind bis so weit hochgegangen, wie es ging. Von dem Billardzimmer weiß ich nichts. Aber wir sind ganz, ganz, ganz nach oben gelaufen. Also der Billardtisch oben in der ersten, obersten Etage, das kannst du ja nicht spielen. Haha. Ja, wusste gar nicht, kann man da überhaupt hoch? Ich dachte, wir haben die gesperrt. Ja, man darf nicht immer hoch. Ich war damals in dem Sommer dort, wo er mal wieder offen war. Mhm. Und kurz danach war er wieder zu, weil er sich wieder gesenkt hatte. Also ich meine, ja, also es gibt so Sachen, da würde ich bin zwar zu jedem Scheiß bereit und auch risikobereit und so. Und ich würde Fallschirmspringen machen, Bungee, alles, habe ich kein Problem damit. Aber ich würde nie in einen Heißluftballon gehen und ich würde nie auf den schiefen Turm von Pisa gehen. Ja, das ist so cool. Das ist voll surreal, da hochzulaufen, weil du musst ja die Treppen hochlaufen. Und du bist halt ständig in Schieflage, ist so lustig. Würde ich nie machen. Das spricht bei mir alles dagegen. Okay, das ist zu risikoreich. Ja, das Ding einmal umkippt. Ich war ein Teenager. Ja. Hast du auch so ein Bild gemacht, wo man das den dann von der Seite so hält? So. Tatsächlich ja, aber ich weiß nicht, wo die sind. Die sind irgendwann verschütt gegangen bei irgendeinem Umzug. Aber ja, na gut. Habe ich gemacht. Okay, zurück zum Tour Eiffel. Genau, der steht ja nun immer noch, der sollte ja eigentlich wieder abgerissen werden. Und jawohl, ich kann es empfehlen, den zu besichtigen, wer ihn besichtigen will. Wenn Corona irgendwann wieder vielleicht doch mal vorbei ist, wenn sich alle impfen lassen, dann kleiner Tipp, wer fit ist, sollte den Aufstieg zur ersten Etage zu Fuß nehmen, weil da braucht man nicht an die lange Schlange gehen, da muss man nicht am Aufzug warten. Das geht relativ schnell bis zur ersten Etage und man kann ja dann von dort aus weiter hoch, wenn man möchte. Ja, genau. Ansonsten von mir Eiffel in Love 7 Punkte. Das ist aber deutlich gefärbt, ne, weil mir doch so die Bilder von Paris und so, die hauen halt bei mir ein bisschen rein. Deswegen ein kleiner Disclaimer. Ich glaube, der Chris gibt da so die realistischere Einschätzung.
Ja, ich bin bei 5 von 10 Punkten. Ja, ich glaube, das trifft es auch eher so für den normalen, Anführungszeichen normalen Kinozuschauer. Das ist halt so ein durchschnittlicher Film, der ein paar Höhen und Tiefen hat und insgesamt, ja, ich weiß nicht. Ja, schlägt vielleicht bei manchen ein bisschen nach oben aus, wie bei mir, und bei manchen eher nach unten. Was erwartet uns denn morgen in der Sneak Preview? Wie lautet der Tipp und was sind da für Hinweise eingegangen? Also der Tipp lautet Bert, Melissa, Ralph und Cedric. Ich habe natürlich auch gehört, was es sein könnte, und ich kam dann auch nur mit Hilfe von dir, Erik, drauf, was es sein könnte. Und es wurde tatsächlich auch in der Gruppe zweimal getippt. Wahrscheinlich hat der eine nicht gesehen, dass es schon getippt wurde. Doppelt hält besser. Resident Evil, Welcome to Raccoon City wurde getippt. Und Clifford, der große rote Hund. Mhm. Ja. Ja, mal sehen, was da kommt. Bin ich gespannt. Ja. Ich auch. Okay, dann weiter im Bereich Heimkino. Heimkino. Machen wir erstmal den, den wir beide gesehen haben, Kate. Mhm. Jungle Cruise, erzähl mal. Ja, Jungle Cruise ist ein schwer fiktiver Film. Nee, Quatsch. über einen, nein, ich muss überlegen. Also, basiert, glaube ich, auf einem Ride, oder? Basiert auf einem Ride. Ja, ja. Dwayne Rock Johnson ist Bootsbesitzer und macht quasi so Dschungeltouren über den Nil oder irgendwie sei irgendein der Ausläufer davon. In Amazonas, Morgen. Entschuldigung. es ist lange her. Über so, den Amazonas. Also lieber, Nein. Geht's, okay. Oder sein Ausläufer, und er hat da schon so ein. Meistens hat er da irgendwelche Städter, die dann halt zu Besuch sind. Das sieht man auch an den Outfits und so. Nicht gerade sehr dschungeltaugliche Outfits. Und die bespaßt er ein bisschen und erschreckt sie auch durch ein paar Effekte, die er eingebaut hat über die vergangene Zeit. Und hat aber Geldprobleme. Er schuldet immer irgendwie Geld. Und zwar dem Typen mit den größten und meisten Booten an der Anlegestelle. Und eines Tages kommt Emmy Blunt zu ihm, weil sie ist auf der Suche nach einem seltenen magischen Artefakt, nenne ich es jetzt mal. Und möchte ihn, also bezahlt ihn dafür, dass sie ihn an einen bestimmten Ort bringt. Und so entsteht eine kleine Abenteuerreise mit den beiden und ihrem, und Emily Blunt hat auch noch ihren Bruder dabei. Eine sehr abenteuerliche und actionreiche, nennen wir es Kreuzfahrt, auf diesem Mini-Dampfer, um dieses Artefakt zu finden. Also quasi ein Relic Hunter / Indiana Jones / Blödsinn, aber auf ganz witzig gemacht. Das Artefakt sind ja, glaube ich, diese Blüten von so einem Baum. Also da gibt es so irgendwie so eine Legende, dass so im Amazonasgebiet ist so ein Baum und der hat so Blüten und die verleihen Unsterblichkeit oder können Krankheiten heilen oder sowas. Ja, und genau. Da möchte natürlich Emily Blunt dann die Pflanze holen für irgendjemanden, wenn ich mich recht erinnere. Und genau, sie sind auch zu Hause in England, kann sie selber nicht diese Vorträge halten oder so, weil da noch weil so sie eine Frau ist. Genau, weil sie eine Frau ist, weil da noch so die verknöcherte englische wissenschaftliche Gesellschaft da nur den Bruder akzeptiert und er stammelt dann so die Vorträge, die sie ihm da geschrieben hat, und dann begeben sich dann alle, folgen sie den Hinweisen und begeben sich dann ins Amazonasgebiet. Und es gibt auch einen Gegenspieler, der Deutsche, oh, stimmt, ja. Gespielt von dem Typen hier aus Fargo, aus der Serie. Ich komme gerade immer nicht auf den Namen. Und, ich auch nicht. Wie heißt denn der? Dann müssen wir mal kurz nachspiegeln hier, weil ich glaube, den sollte man mal nennen hier. Ihr seid so richtig gut vorbereitet, alle beide. Ich komme nur nicht auf einen Namen. Aber ansonsten haben wir doch alles. Jesse Plemons, Amazonas. Genau, Jesse Plemons, der so einen Deutschen spielt, deswegen, da sind deutliche Anleihen auch an irgendwie Indiana Jones zu spüren, wenn dann irgendwie die Deutschen dann den Amazonas mit einem U-Boot rauffahren und die anderen jagen und dann auch so diese ganzen Dialoge. Ich habe mal zwischenzeitlich auf den Originalton umgeschaltet, das war auch sehr, sehr witzig, wie da die Deutschen gesprochen haben. Und ja, insgesamt ein ziemlich angenehmer Quatsch, fand ich. Ja. Hat echt Spaß gemacht, den zu schauen. War viel Slapstick dabei. Ich habe es immer ein bisschen mit aus dem Blickwinkel geschaut.
wäre das was für Kinder? Kann ich das mit dem Kleinen mal gucken? Und bis zu einem bestimmten Punkt habe ich gedacht, oh ja, das gefällt ihm bestimmt total. Und dann waren wieder so ein paar gruselige Szenen drin mit irgendwelchen Zombies hier von irgendwelchen portugiesischen Expeditionen aus dem Mittelalter damals, als die da irgendwo da den Amazonas hochgefahren sind. Da habe ich gedacht, ach nee, lieber nicht. Und weil die können natürlich auch wieder zum Leben erweckt werden mit diversen Mitteln. Und die sind dann auch noch mit dabei in dem der ganzen Gemengelage, die dann so stattfindet. Also es ist ein sehr, sehr großer Quatsch, aber ein sehr, sehr angenehmer Quatsch. Ja, genau. Wirkt es so ein bisschen wie Flucht der Karibik. Das ist ja auch basierend auf einem Ride. Allerdings ist es hier nicht ganz so überdreht, wie Johnny Depp damals den gespielt hat, den Jack Sparrow, sondern hier ist halt Dwayne Johnson, der da den Bootskapitän spielt, der auch ganz schön verrückt ist und lustige Sachen macht, aber jetzt nicht ganz so überdreht wie er damals. Aber auf jeden Fall ein toller Film. Kann man gut gucken. Hat Spaß gemacht. Ja. Also ob ich ihn jetzt nochmal gucken will, weiß ich nicht. Aber er war jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, jetzt kommt man auf den Punkt und es ist irgendwie langweilig. Sondern es war immer irgendwie was zu sehen, es war immer irgendwas geboten. Und die Geschichte, die ist halt mega abgefahren und total albern und komplett unrealistisch, selbstverständlich. Aber ja, es ist halt so ein schönes Abenteuer-Movie-Line. Ganz nett. Genau, passt zu Disney Plus, finde ich. So ideal. Ja. Macht auch so ein bisschen die Tür auf für weitere Teile. Doch, und durchaus. Ja. Finde ich spannend. Also von mir 6 Punkte. Jungle Cruise auf Disney Plus. Ich gebe ihm 6,5 Punkte. Okay, naja, knapp drüber. Ja. Okay, warum ihr einen Film noch nicht geschaut habt, ist mir fraglich, weil wir hatten dann den Trailer geschaut und da wart ihr auch begeistert wie ich und verstehe ich nicht, dass ich jetzt hier der Einzige bin, der den geguckt hat. Dann nehme ich Red Notice auf Netflix. Wir hatten einen kranken Hund. Ach so. Was soll ich sagen? Da spielt Dwayne Johnson mit. Hat man den heute schon mal? Ich glaube nicht. Dwayne Johnson spielt einen FBI-Profiler. Und es gibt hier so ein MacGuffin in dieser Welt. Da gibt es irgendwie so Kleopatras Eier oder so, irgend so Quatsch, ne? Also die sind so wie so Fabergé-Eier, aber in groß halt, ne? Und mit Gold und so weiter. Und da gibt es irgendwie, bis jetzt wurden so und so viele entdeckt und dann ist wohl doch noch eins aufgetaucht. Und jedenfalls sind die alle irgendwo und da gibt es jemanden, der will die stehlen. Und genau, und Ryan Reynolds ist so ein Trickbetrüger und der versucht, eins von diesen Dingern zu klauen und Gal Gadot ist da auch hinterher und der FBI-Profiler ist hinter den beiden her, aber dann ändert sich das immer mal wieder so ein bisschen, wie es halt immer so ist, wer mit wem, wann, wie, wo und dann muss dann irgendwie letzten Endes Dwayne Johnson mit Ryan Reynolds zusammenarbeiten und die beiden sind so unglaublich witzig zusammen. Also ich glaube, die haben sich gegenseitig wahrscheinlich auch noch irgendwie so die besten Zeilen mitgeschrieben, so ich glaube, die waren am Skript, haben die mitgearbeitet oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das kann niemand, kein Drehbuchautor so gut den Sachen in den Mund legen, die so hundertprozentig auf die jeweilige Person passen. Das ist so großartig. Also Ryan Reynolds immer mit so einem, ich sag mal so Deadpool-esken Humor und Dwayne Johnson mit seiner teilweise trockenen Art und wenn die beiden, die natürlich so als Buddy-Movie angelegt, die sich erstmal überhaupt nicht leiden können und er will ihn eigentlich hinter Gitter bringen und er braucht ihn aber dann doch und ist auch total verrückt und macht wahnsinnig viel Spaß. Ist eine der teuersten Produktionen, die Netflix je eingekauft hat. Ich glaube 200 Millionen, weil eigentlich sollte das ins Kino kommen und dann konnte es nicht ins Kino gehen und dann haben die das abgekauft und also ich habe natürlich auch schon verheerende Kritiken davon gelesen, aber mir hat er so einen Spaß gemacht. Ich konnte nicht verstehen, wieso jemand das so schlecht bewerten konnte, weil ich hatte echt die ganze Zeit gute Laune bei dem Film. Teilweise habe ich laut gelacht, weil da irgendwelche absurden Sachen passiert sind. Und der Film, der legt es auch immer so ein bisschen drauf an, die beiden in irgendwelche absurden Situationen zu bringen. Also was man halt so kennt, so wenn irgendwann werden die halt auch mal wieder aneinander gefesselt oder irgendwas, weißt du, so dieses Typische und müssen dann irgendwie zusammen klarkommen oder weiß nicht, der eine kommt in eine Situation, wo eigentlich der andere besser klargekommen wäre, weil der eine ist halt die Muscles und der andere ist halt die Schnauze oder sowas, ne?
Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wundert mich, dass ihr den noch nicht geschaut habt. Ich werde den angucken, definitiv. Guckt den mal, guckt den mal beide. Ich glaube, Chris, der wird dir total gut gefallen. Ja, ich habe den auf meiner Liste auf jeden Fall. Also Red Notice, ich sehe gerade bei Kinostarts 1,5 von 5, ne? Auch sehr viel Geld, macht noch lange keine guten Filme. Also der Dwayne Johnson hat ja mit dem Regisseur schon Skyscraper zum Beispiel gemacht oder so. Aber hier, dadurch, dass Ryan Reynolds da mit drin ist und Gal Gadot hat auch eine sehr coole Rolle und ja, die Gegenspieler, gegen die sie dann noch handeln, die sind auch ziemlich cool. Ich will mal nicht so viel verraten extra, ne, weil das ist ziemlich hoppla hopp. Hat mich teilweise sehr überrascht, was so passiert ist und deswegen halte ich mich bei der Story mal so ein bisschen zurück und gehe eher mal so ein bisschen auf die Stimmung ein, die der Film transportiert. Und da sind halt auch wahnsinnig viele Orte. Das ist fast so James Bond-like. Also sind sie mal in Monaco, mal da, mal dort und mal in Russland in einem Gefängnis und sonst was alles. Sehr, sehr, sehr lustig. Ich hatte echt viel Spaß bei dem Film. Deswegen, ach, ich werde das mal noch auf, weil er hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich gucke den nochmal. Ich gebe mal 7,5. Ich hatte hier 7 stehen eben. Ich gebe mal 7,5. Oh, jetzt aber auch schon mal einen halben Punkt hier raus. Das, das war so eine Komödie nach meinem Geschmack, so mit viel Quatsch drin, übertrieben, dumme Sprüche, One-Liner, herrlich. Wunderbar. Ich bin gespannt, was ihr dann sagt. Wahrscheinlich sagt ihr, oh Gott, was hat denn der hier? Also, ja, ich mag ja Dwayne The Rock Johnson, deswegen könnte mir der durchaus gefallen. Hm. Ja. Bin gespannt. Guck definitiv Netflix rein. Netflix ist eure Plattform der Wahl für diesen Film. Und die Plattform der Wahl für Schläferz ist natürlich Tele5. Und da kam am Freitag, wo ich ja nicht ins Kino bin, konnte ich quasi RoboShark live gucken. Oh. Der ja, da habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut. Ne? So ein Hai-Film. Haie aus Robotern. Und es geht darum, dass am Anfang sieht man mit, Achtung, Ironie, mit wahnsinnig aufwendiger Computergrafik sieht man, wie ein Raumschiff sich der Erde nähert und eine kleine, irgendwas abschießt, was dann auf die Erde fliegt. Und das fliegt dann so in den Ozean rein und diese kleine Kugel, die wird dann von einem Hai verschluckt und transformiert diesen Hai zu einem Robo-Shark. Also der wird dann quasi robotifiziert, um es mal so zu sagen. Und dieser Robo-Shark, der greift dann eben Leute an, dadurch, dass es eben kein Hai mehr ist, der Wasser braucht. Braucht er auch keine Sharknados oder kein Wasser oder kein gar nichts, um da aufs Land zu kommen, sondern er kann halt einfach so aufs Land gehen und Leute fressen und ja, der Film. Kriegt der dann Füße? Nee, der robbt sich da einfach so lang. Das ist, ist ja ein Roboter. Ja, kann ja alles. Denn. Aber dann könnte er sich doch auch Füße bauen, dass er laufen kann, wie so ein Krokodil. Hat er nicht. Wahrscheinlich, weil er erstmal nur die Lebensform an sich transformiert hat. Ich habe das auch das wissenschaftlich nicht hinterfragt, diesen komplexen Film. das Ganze soll in Seattle spielen, wurde gedreht in Bulgarien aus Kostengründen. Und man sieht es dann auch, weil da gibt es dann so ein Starbucks, da haben sie halt so ein Pappschild draußen hingehängt, wo dann das Logo ist und drinnen steht aber alles so auf Kyrillisch und so. und weiß was ich, gehen sie durch ein Einkaufszentrum. Ne? Und jedenfalls sind dann auch so die Seals hinter dem RoboShark her, die den fangen wollen. Und man nimmt ja an, dass es vielleicht auch so ein bisschen eine Verschwörung ist, dass das Militär mit dahinter steckt oder so. Oder dann sind auch sehr viele, sag mal, Social-Media-Aktivitäten, die werden echt ganz witzig im Film eingebunden, weil da gibt es dann so eine Wetterfrau von so einem lokalen Fernsehkanal, die ist halt zuerst an dieser Stelle, wo da so die ersten Sachen passiert sind und hat die live miterlebt und ihr glaubt halt keiner und sie macht dann selber einen YouTube-Kanal auf und Twitter-Feed und sonst was alles und ja, also Social Media wird da schon ganz, ganz gut eingebunden hier und das war ein herrlicher Quatsch, also im Gegensatz zu manchen anderen Filmen, was war das letztens, was wir da hatten, wo ich gesagt hatte, das hat es eigentlich drauf angelegt. Ach, hier dieser letzte Woche, der Sharks versus, nee, wie ist der? Chris, hier, hilf mir mal, der hier mit, den ich dir mal ausgeliehen hatte, die Blu-ray letzte Woche. Shark? Ja, Sharks versus, nee, Zombies? Nee, Quatsch. Nein. Ach Gott, das waren doch die Nazi-Sharks. Ja, genau, Nazi-Sharks. Warte mal, ich guck mal in den Beitrag zur letzten Woche. Gott, wie kann man das so verdrängt haben schon, hey? Sky-Sharks. Sky-Sharks. Genau. Nazi-Sharks. Weil Sky-Sharks. Ich finde aber Nazi-Sharks finde ich ganz toll. Sky-Sharks hat viel gewollt und das war richtig scheiße.
Robuschak weiß, dass er nichts kann und spielt auch so ein bisschen damit. Und das fand ich echt gut. Also mir hat es Spaß gemacht, Robuschak zu gucken. Deswegen kleine Empfehlung für Trash-Film-Fans. Robuschak, am besten, ihr guckt das über Schläferz. Da kann man ja auch auf der Webseite von denen, kann man ja die Filme nochmal gucken mit dem Kommentar von den beiden. Und also mit, die machen ja während der Film läuft, machen so unten immer so Einblendungen, so Bauchbinden, wo sie irgendwie lustige Kommentare schreiben. Und dann fassen sie ja immer mal in der Pause mal so das Geschehene, das bisher Gesehene zusammen. Und ach ja, da spielt zum Beispiel auch so ein Bill Gates-Double mit, weil wir natürlich in Seattle sind und so, sehr lustig. Also, kleine Empfehlung. Und was war nächste Woche? Da kam auch irgendwas Cooles. Ah, wird auf jeden Fall geguckt, egal was kommt. Und jetzt gucken wir mal, was neu im Kino anläuft. Kino, Charts und Neustarts. Aber erstmal gucken wir, was in den Charts ist vielleicht. Mal schauen, ob James Bond immer noch auf der 1 ist. Auf 5 ist auf jeden Fall Eternals in Stuttgart bei auf den Stadtkinos. 4 ist der Nicht-Harry-Potter-Film Die Schule der magischen Tiere. Mhm. Platz 3, Last Night in Soho. Sehr guter Film. Platz 2, wie in der Vorwoche, Contra. Mhm. Platz 1 immer noch. Keine Zeit zu sterben. Also nicht zum Sterben. Tja. Keine Zeit zum Sterben. Ist doch. Zu sterben? Schon. Okay. Deutschlehrer, bitte antworten. So, was startet jetzt also neu? Auf dem Plakat steht auch zu sterben. Keine okay. Zeit zu sterben. Haben sie wahrscheinlich sich am Englischen orientiert. Zum Sterben ist halt wieder Schwäbisch. Keine ja. Zeit zum Sterben. Ja. Der Kerle, der James, der James, der hat nämlich keine Zeit zum Sterben. Das gell? Könntest du doch machen hier. Der muss noch ein paar Sachen schaffen, gell? Bevor der da. Und dann erst nach Feierabend wird er gestorben, gell? Also so oder machst du auf Badenser so singen, sagen so, weißt du, keine Zeit zum Sterben. Ja. Keine Zeit zum Sterben. Ja, ist viel besser. Okay. Neustart. Vielleicht in der Sneak, mir weiß es nicht. Ist ja getippt worden. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Es kommt übrigens ein ganz toller Film, aber erst ganz unten. Und das ist eine Doku. Da habe ich gerade was dazu gelesen. Da kommen ganz wir gleich unten, noch dazu. Nach Günter Wallraff, oder? Ja, da möchte ich mal gucken, ob wir da vielleicht eine Rezensionsdisco oder so kriegen, lieber Erik. Es startet auch Hannes. Für zwei Freunde endet ihr unbeschwertes Leben abrupt, als einer der beiden nach einem Unfall ins Koma fällt. Verfilmung nach Rita Falks gleichnamigen Roman. Ein Drama. Da habe ich so eine... Da Hannes soll reinkommen. Da habe ich im Fernsehen so ein Feature gesehen. Das sah... echt ganz gut aus. Die machen halt so einen Motorradausflug gemeinsam und dann landet der eine im Koma und der andere versucht den dann quasi wieder rauszuholen aus dem Koma, indem er ihm Sachen erzählt, was die beiden schon zusammen erlebt haben. Die kennen sich seit Kindertagen. Fand ich sehr berührend, also die Ausschnitte, die man da gesehen hat. Ist von der Autorin, Rita Falk, hier steht es ja, die hat diese ganzen Bücher geschrieben hier, mit den Winterkartoffelknödel und diese ganzen Sachen da, die mir ganz gut gefallen. Na, mal schauen. Es läuft auch noch an, Respect, R-E-S-P-E-C-T, mit oder nicht mit, sondern über Aretha Franklin, mit Jennifer Hudson, so rum. Dann startet noch Jenseits der Stille, der vermutlich schönste deutsche Film des Jahres, erzählt auf erfrischende Weise die Geschichte einer jungen Frau, die ihren eigenen Weg durchs Leben sucht und findet. Von Caroline Link mit Tatjana Trieb, Sylvie Testud, Sibylle Canonica und weiteren. Junge, jetzt haben wir es immer. Okay, sind die Anime Nights in den Innenstadtkinos? Weißt du da was? Dann nee, ich glaube nicht. Nee, dann überspringen wir das mal. Saint-Narcisse, ein kanadisches Drama über einen jungen Mann, der sich auf die Suche nach seiner wohl noch lebenden Mutter macht. Okay. À la carte, Freiheit geht durch den Magen. Dann hatten wir in der Sneak, französische Komödie über die Entstehung des ersten Restaurants Frankreichs für alle Bürgerinnen im 18. Jahrhundert. Genau, wer es nochmal nachhören will, gibt es eine Podcast-Folge dazu. Wer es nachlesen will, gibt es auch eine geschriebene Kritik, allerdings von mir mit etwas gefärbt. was haben wir noch? Dokumentarfilm? Ja, Tabaluga? Nee. Hope, ein berührendes Drama über eine todkranke Frau, die in den letzten Monaten auf Erden ihren Partner der letzten Jahre neu lieben lernt. Okay. Das schwarze Quadrat startet ebenfalls. Den hatten wir auch schon hier in der Sendung. Slapstick-Komödie um zwei Kunstdiebe, die die titelgebende Beute auf einem Kreuzfahrtschiff übergeben sollen. Ja, da ging die Meinung etwas auseinander.
Chris fand es so ja, fand, nicht ganz so. Ich glaube, dass falsch dargestellt cool. ist. Die sollen das nicht auf dem Kreuzfahrtschiff übergeben. Die sind da drauf geflüchtet. Aber was weiß ich schon. Okay. Ja, könnt ihr auch Sendung nachhören und meine Kritik davon lesen. Ich fand's gut. Panko 95 mit Udo Kier. Oh, das ist eigentlich ein Must-See. Christine Kaufmann, Dieter Thomas Heck, hä? Und weiteren. Weiß ich eigentlich nicht mehr. Ein Drama. Und jetzt kommt der Doku-Film, den ich gerne sehen würde. Ne? Baden gegen Württemberg. Okay. Und ich habe da gerade schon reingelesen und ich fand das sehr lustig, weil 1952 wird das Bundesland Baden-Württemberg gegen den Widerstand von Baden gegründet. Inmitten eines politischen Chaoses, im täglichen Überlebenskampf der Menschen in der Nachkriegszeit und im wirtschaftlichen Stillstand werden Weichen für die Zukunft gestellt, die sich tatsächlich als goldrichtig erweisen. Mhm. Und in der Pressemitteilung steht nämlich auch noch ganz nett drin, dass hier Ministerpräsident von Württemberg-Baden, also der Reinhold Meyer, dann Gebhard Müller, Ministerpräsident von Württemberg-Hohenzollern, wollen einen vereinigten Südweststaat. Das Ziel stärker sein wirtschaftlich und politisch. Baden, das dritte Land, will das nicht. Der badische Staatspräsident Leo Wohleb fürchtet um den Verlust Badens Kultur, was nicht da ist, kann man nicht verlieren, und Identität. Er kämpft gegen die schwäbischen Invasoren, die sein Land annektieren und damit zerstören wollen, blockiert Verhandlungen und integriert hinter dem Rücken seiner Gegner. So, und das ist ja wahr. Das ist ja so. Das ist eine wahre Geschichte. Also das ist eine Doku, ein Film von Andreas Köller und der wird mich echt interessieren. Okay. Camino. Lass mal was springen. Camino-Film? Okay, da habe ich einen Kontakt, glaube ich. Ja, ich frage mal. Vielleicht können wir das mal gucken. Also klingt auf jeden Fall cool. Ist, glaube ich, auch was für die Schule sogar. Ja? Und dann noch der Frauenfunk ist auch noch mit drin und blablablub. Also würde mich echt interessieren. Sehr schön. Sehr schön. Ja, vielleicht gucke ich da auch mal mit rein. Ich habe da nicht so viele geschichtliche Grundkenntnisse, Vorkenntnisse da, aber mal gucken, wie die Doku auf mich wirkt. Vielleicht kann ich da noch was lernen. Bin ich gespannt. Und genau. Oh, wir haben eine Trailerbesprechung hier. Na, Moment, Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele, amerikanische Weihnachtsfilm in den 1980ern spielend, als sich ein Junge nichts sehnlicher wünscht als eine neue Spielekonsole. Mhm. Das spielt Dings mit. 1989, was wollte der da haben? NES, oder? Neil Patrick Harris spielt damit. Okay, klingt also cool. Als sein älteres Ich blickt voller Nostalgie auf diese Zeit zurück, Weihnachtsjagd. Okay. Und zwar, welche Spielekonsole will er haben? Ein Nintendo Entertainment System. Habe ich doch gerade gesagt, NES, ja. Ja. Mann. Ja, unsere Hörer, die wissen, was ein NES ist, wenn wir das hier... Ach. Weil 89, ja, das war... Die große Zeit. Als damals. Weißt du überhaupt, warum das NES heißt? Jetzt kommt's, warum? Na, in Japan hieß es ja Super Famicom, ne? Family Computer. Und sah ganz anders aus. Und dann hat der Nintendo of USA Marketing-Chef, der das in USA etablieren soll, hat gesagt, so können wir das hier nicht verkaufen. Also so wie das aussieht hier, das kauft hier kein Mensch. Und dann haben sie das Redesign, da hat es dieses typische graue Design bekommen, was man kennt. Und dann haben sie es eben Nintendo Entertainment System, weil irgendwie das Entertainment sollte damit rein. Und that's Entertainment. Ja. Gut, jetzt aber Trailer, cool. Oder? Fehlt noch was? Ja. Ja. Neue Filmtrailer. Floor is yours. Du hast das eingetragen. Der finale Trailer zum neuen Spider-Man ist da, der im Dezember kommt. Und sagen wir es so, ich habe den Trailer gesehen und danach noch 4 oder 5 weitere Videos mit Reactions und Analysen und bliblablub. Der neue Spider-Man No Way Home wird gefühlt komplett episch. Und ich hatte im Trailer mehrere Gänsehautmomente und das wird echt was bedeuten. Da wird so vieles schon gezeigt. Vielleicht zu viel? Eben nicht, weil das eine, was ich gesehen habe, ist, dass ziemlich sicher aus dem Trailer was rausgeschnitten wurde, was ja, das habe ich auch gesehen. Komisch vorkam. Und es wird nicht alles gespoilert, aber boah, also wir können uns darauf freuen, dass Spidey und Doctor Strange wirklich, wie schon in dem anderen Trailer angekündigt, die Zeitlinie einfach zerstören, mehr oder weniger, und ein bisschen Chaos machen. Und
es führt auf jeden Fall dazu, dass aus ganz vielen Universen ganz viele Spidey-Bösewichte kommen. Vom Sandman über Elektro, über was ist. Also es wird unfassbar. Green Goblin ist dabei, Dr. Octavius ist dabei. Es hat mir echt kurz den Abend versüßt, ja, die Luft geraubt, weil. Puh. Also, wenn man auch sieht, wer alles bestätigt ist. Also klar, Tom Holland als Peter Parker oder Spider-Man, dann Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, Marissa Tomei als Tante May, Happy Hogan, John Favreau ist dabei, dann J.K. Simmons als Jonah Jameson, Benedict Wong als Wong, dann eben Jamie Foxx als Bösewicht, Doc Ock ist dabei. Also, ist ein völliger Overload teilweise. Und ich bin jetzt richtig heiß auf diesen Film. Ich habe da richtig Bock drauf nach dem Trailer. Also so richtig, richtig Bock. Nicht nur ein bisschen Bock, sondern wie ich es davor schon hatte, sondern richtig, richtig Bock. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, weiß nicht, Erik, hast du den Trailer überhaupt gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Also Kate weiß ich. Ich habe ihn gesehen, Kate, ja. Kate saß mit offenem Mund hier am PC, als ich ihn ihr gezeigt habe. Ich habe definitiv auch, ich habe mal gesehen, was ich da auch sehr, was hier wieder sofort den Eindruck macht bei dem Trailer, der Film muss man auf jeden Fall im Kino sehen. Ich hoffe mal, dass die Kinos so lange aufbleiben, dass da nicht irgendwelche Scheiße passiert hier. Leute, lasst euch impfen, ne? Also es hat sich wirklich gezeigt, es hilft, ne? Also wirklich, weil der braucht die große Leinwand und wahrscheinlich sogar eine übergroße Leinwand, vielleicht sogar IMAX oder sowas, weil da sind einfach die Szenen mit... die einfach so breit wirken im Kino und das ist Wahnsinn. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich, ich kriege ja auch immer so die E-Mails, die ich euch dann auch immer mal weiterleite, wenn hier hingewiesen wird auf neue Trailer oder Pressevorführungen oder so, ne? Habe schon überlegt, ob ich mal, weil es jetzt in letzter Zeit immer sehr viel kam, ob ich da mal eine Twitch-Session mache, wo ich quasi die neuen Sachen, die ja offiziell verfügbar sind, aber einfach mal sammle und dann einmal die Woche mal Trailer gucke und da reacte oder so, vielleicht mit ein paar Leuten im Chat dazu, also mit Discord oder so verbunden oder so, wo man dann einfach mal bis dahin die nicht guckt und dann mal alle zusammen mal schauen. Aber ja, nee, Spider-Man No Way Home, das ist auf jeden Fall ein Muss. Wann startet der genau? Oder vor Weihnachten noch? 16. Dezember, 16.12. Ich habe da so meine Bedenken, was die Öffnung der Kinos angeht, ey. Puh, scheiße, ey. Hey, ey. Gerade hier in Deutschland, okay, dann, aber was habe ich jetzt gelesen? Venom 2 kommt jetzt schon demnächst auf fürs Heimkino raus, Ende Dezember. Und vielleicht kriege ich da auch mal irgendwie einen Screener oder sowas, kann das nochmal gucken, dann mal schauen. Eventuell taucht ja Venom auch irgendwie bei Spider-Man auf, wer weiß das? Ja, vielleicht. Wie liegt man zeitmäßig? Okay, da kann ich nochmal ganz kurz was über die Serie sagen, die ich geschaut habe. Serien. Es gibt eine Serie, von der hatte ich gelesen gehabt, tatsächlich, ich glaube in das Cinema oder wo das war. Und die klang für mich sehr interessant und habe gedacht, okay, da gucke ich mal rein. Und habe die erste Folge geschaut und fand die sehr gut und habe die bei Fortsetzung folgt mit auf die Liste gepackt. Da werden wir dann in der nächsten Folge drüber sprechen. Die Serie heißt Black Space und gibt's auf Netflix. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube, ist von 2018 oder so. Flog so ein bisschen unterm Radar. Und es geht mehr oder weniger um ein School-Shooting, hier um eine Schießerei an der Schule. Es ist so, da ist eine Veranstaltung an der Schule. Es werden irgendwie eine bestimmte Klasse irgendwie verabschiedet oder haben eine Festivität oder sowas. Und mit einmal dringen bewaffnete Leute mit Einhornmasken in diese Schule ein, in diesen Saal, wo das stattfindet. Und erschießen einfach mal die Sängerin, die gerade auf der Bühne steht und schießen wild ins Publikum und gehen dann halt auch noch durch die Schule durch und erschießen dann eben die Schüler und dann macht das so ein bisschen, ja, geht das so raus aus dieser Szene, die Serie, und wir sehen halt dann, was draußen gerade passiert. Also es kommen natürlich dann Meldungen rein, so, ey, da passiert was an der Schule, wir müssen da hin, Polizei und so weiter. Manche Eltern bekommen das mit und Polizei riegelt halt erstmal ab und damit sie auf die Suche gehen können nach den Attentätern, und sie finden sie nicht, und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Masken abgelegt haben und zu den Schülern quasi gehören,
die an dieser Schule sind. Also die haben quasi die komplette Schule gelockt und der Polizist, den wir dann kennenlernen, der nimmt dann eine Ermittlungstätigkeit auf und der hat so ein bisschen unorthodoxe Ermittlungsmethoden und versucht dann eben rauszufinden, wer steckt dahinter, was dazu führt, dass er eben wirklich, nachdem die ganze Schule gelockt haben, erstmal viele Leute verhören muss und dann gibt es auch wiederum in den höheren Etagen dann auch andere, die das ein bisschen unter den Teppich kehren wollen, die wieder die Schule aufmachen wollen, dann kommen hier das, weil sie haben dann auch so ein paar Palästinenser entdeckt, die auf dem Dach irgendwie gecampt haben und schieben denen das zu und die waren es aber gar nicht und so. Also es kommt relativ schnell raus, dass die es nicht waren, das sagen sie auch selber. Und ja, eine sehr drastische Serie, wie man sich von dem Titel her oder von dem Thema her sich vorstellen kann. Es kommt auch ein Disclaimer am Anfang. Also wer diese Themen nicht erträgt, wer da vielleicht zu sehr involviert ist in solche Themen, ist ja gerade hier in der Region, gab es ja auch schlimmen Fall und so. Oder wer vielleicht Kinder in der Schule hat oder so. Ich fand aber, es ist eine israelische Serie, möchte ich noch dazu sagen. Deswegen, israelische Serien, die haben ja häufig Vorlagen geliefert für weltweit bekannte Serien, zum Beispiel Homeland basiert auf einer israelischen Serie und diverse andere. Deswegen habe ich mir das auch von daher mal angeschaut, weil das wird bestimmt auch ein Remake erfahren, in irgendeiner Weise, in irgendeinem anderen Land. Also von mir Black Space, absolute Top-Empfehlung. Wir werden dann, wie gesagt, bei Fortsetzung folgt noch ein bisschen mehr drüber diskutieren. Da werde ich da noch eine Wertung geben. Hier erstmal nur so die Empfehlung, solange wie es das noch auf Netflix gibt. Guckt da mal rein, wenn euch das ein bisschen Lust gemacht hat. Sofern man das so sagen kann. Schon auf meine Watchlist gesetzt. Ja, genau. Ich will auch mal nicht verraten, was Black Space eigentlich ist. Das ist der Titel. Das kommt ja dann auch erst relativ spät raus und macht dann aber total Sinn. Und okay, also viel Spaß kann man nicht wünschen bei der Serie, aber vielleicht packt sie euch genauso, wie sie mich gepackt hat, weil das ist wirklich extrem mitreißend. Am Anfang noch nicht. Da hatte ich ein bisschen schwer, mich in diese das Israelische und die ganzen Namen und so weiter, weil die heißen halt alle nicht Jim und Jack und so, wie man es so üblicherweise kennt von amerikanischen Serien, sondern die haben halt irgendwie andere Namen. Aber ja, wenn man dann einmal warm geworden ist, dann ja. Okay, dann auf in die Rätselecke. Rätselecke. Seid ihr bereit? Ready to win. Ein Rätsel von mir. Heute bin ich dran. Ready to win. Oh. Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so oft hier reingehört haben, es gibt immer eine kleine Rätselrunde hier und einer stellt ein paar Rätselfragen und der oder die Gewinnerin kann dann in der nächsten Folge dann das Rätsel stellen. Heißt, ich habe letzte Woche gewonnen übrigens. Sie kennen das, blindes Huhnkorn und so. Ja, genau so. So, die erste Frage ist wieder aus der Rubrik, wo es zwei richtige Antworten gibt, die ich von euch hören möchte. Und die Überschrift für die Frage lautet Hund oder nicht Hund? Das ist hier die Frage. Ich möchte von euch wissen, in welchen der folgenden genannten Filme gibt es keine Hunde? Ja, Frage verstanden? In welchen gibt es keine Hunde? Erstens Halloween, die Nacht des Grauens von 1978. Zweitens Black Widow, aktueller Film. Drittens Terminator, also der alte mit Schwarzenegger, der erste. Ne? Viertens Blade Runner. Fünftens Venom, also der Venom 1, um genau zu sein, also der vorgehende. Ne? Sechstens Pulp Fiction. In welchen zwei Filmen gibt es keine Hunde? Musst du zuerst beide nennen oder einen? Wer zuerst einen Gedanken hat, nennt ihn einfach, weil es gibt ja zwei richtige Antworten. Also ich würde auf jeden Fall sagen Halloween. In Halloween gibt es keine Hunde, sagst du? Habe ich das Gefühl, dass ich da keinen Hund gesehen habe. Okay. Kannst du mir mal die vorlesen? Ich lese mal die restlichen vor. Black Widow, Terminator, Blade Runner, Venom und Pulp Fiction. Überlege gerade. Okay, du googelst mal inzwischen Halloween 1978 Dog. Nein, mach ich nicht. Überlege gerade. Doch, kannst du machen. Darf ich auch noch geantwortet. Darf ich auch noch einen zweiten Film sagen? Nein. Oder darf ich nur einen sagen? Nein, weil dein erster ist falsch, deswegen. Oh. Deswegen sollst du ja. Das grenzt es für mich ja als brutalst ein. Also du hast immer noch zwei richtige.
Ja, aber ich habe eine höhere Chance, das jetzt zu treffen. Ja, aber das hättest du auch so gehabt, die Chance, weil der erste ist ja weg. Ich sag jetzt mal Venom. Bei Venom gibt's einen Hund, der heißt Gemini. Okay, Scheiße, also ihr habt beide falsch. Ihr habt beide falsch. Also die richtigen Picks wären gewesen Pulp Fiction und Blade Runner. Ah! Ach, guck, Blade Runner war ich eigentlich voll davon überzeugt, dass da ein Hund dabei ist. Ich auch, also, aber ich dachte, mein zweiter Film, wo ich... Ich habe doch gerade gefragt, ob ich... Im 2049er war einer dabei. Da hat Harrison Ford einen Hund. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe noch einen zweiten Film und das wäre Pulp Fiction gewesen. Ach, Mann. Ja, ich darf es nur einen picken. Ja. Okay, war gar nicht so einfach, das zu recherchieren, sage ich euch. Da muss ich noch mal ein bisschen reingucken in meine Filme. So, wieder zwei richtige Antworten unter den folgenden... also steht 0-0, ne? Alles noch da, alles noch offen hier. So, welche der zwei Filme, die ich gleich nenne, haben nicht den Oscar für den besten ausländischen Film für Deutschland gewonnen? Ja? Ach, du es sind ja nicht so viele, die gewonnen haben, ne? Also ich lese mal vor. Erstens Die Blechtrommel, zweitens Nirgendwo in Afrika, drittens Der Untergang, viertens Sophie Scholl, Die letzten Tage, fünftens Das Leben der Anderen. Jetzt fängt mal Chris an, weil Sophie Scholl. Sophie Scholl hat keinen gewonnen. Was sag jetzt nochmal vor? Also die restlichen sind Die Blechtrommel, Nirgendwo in Afrika, Der Untergang und Das Leben der Anderen. Der Untergang? Der Untergang? Okay, jetzt steht es 1-1, weil ihr habt beide richtig geantwortet, das stimmt. Beide richtig gepickt hier. Okay, dann eine Frage, richtig oder falsch. Der Judgment Day von Terminator war der 29.08.1997, richtig oder falsch? Falsch. Richtig. Chris hat gewonnen. Ach, Mann. Genau. Bam, Bitch. Sehr gut. Aha, aha. Ja, der Applaus ist gerechtfertigt. Vielen Dank. Ja. Eskalation auch, ja. Dankeschön, Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. War heute etwas schwieriger, nehme ich an, oder? Nee, ging. Ja. Das mit den Hunden war schwierig. Ich habe beide falsch. Da achtet man nicht so drauf, ne? Glaube ich. Doch, aber jedes Mal denke ich mir, hoffentlich stirbt der Hund nicht. Ach so. Ja. Ja. Wenn dem Hund was passiert, schalte ich aus. Bei Black Widow wart ihr euch sicher, dass da keiner drin ist? Weil ich habe extra, dass da einer drin ist? Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Weil ich war mir da nicht so sicher. Muss da nachgucken. Okay. Na, nicht schlecht. Also ist Chris das nächste Mal dran. Das heißt, kein Harry Potter fragen. Und doch, vielleicht jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Schätzfrage wird sein, wie viele Haare hat Harry Potter? Ich ahne Schlimmes hier. Dann lasst uns lieber schnell die Musiktipps machen. Music. Meine Lieblingsfrage wird sein, in welchem Nasenloch ist das Piercing bei Voldemort? Du bist so lustig. Nicht. Oh, das hört gar nicht mehr auf. Ihr werdet sehen. Das ist aber eine lange Grille. Provozierst du mich raus. Schon okay. Okay, ich packe auf unsere Kinocast-Songs Spotify-Playlist den Notorious B.I.G. mit Notorious B.I.G. Ich packe in meinen Koffer den Song von der Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. vom Erik und aus... Ein Lied, welches auch wieder aus einem Computerspiel rauskommt, weil es diesen schönen Sender Block Party gibt bei Forza Horizon 5. Und da läuft halt sehr oft und sehr gerne Run-DMC mit Jason Evans und It's Like That. And that's the way it is. Geiles Ding. Ha! Ja, mega gutes Ding. Ich packe in meinen Koffer. Eure beiden Songs. Und, du musst sie nennen, sonst hast du raus. Okay. Du bist raus. Run DMC, Jason Nervous, It's Like That und Norris BHG mit Notorious BHG und
Billie Eilish mit Happier Than Ever. Jetzt steht's auch drin. Okay. Alles klar. Na dann packe ich das auf die Spotify-Playlist vom Kinocast und dann könnt ihr die abonnieren dort und auch nochmal nachhören. Jawohl. Dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Plattformen unterstützen, so Patreon zum Beispiel oder die immer die Beiträge teilen, wenn ich das auf Twitter poste oder auf Facebook und so weiter. Ne? Weiterempfehlen. Macht das auch weiterhin sehr gut. Vielen Dank an alle, die uns auch auf den diversen Plattformen hören, die ich jetzt gar nicht so erwähnt habe. Also Spotify, Deezer und so weiter, die gibt es ja auch. So, die sehe ich jetzt nicht so direkt auf kinocast.net in den Starts, aber ja, könnt auch gerne einen Kommentar da lassen auf kinocast.net am besten unter dem jeweiligen Beitrag. Dann wird das am besten sichtbar und kann hier eventuell mal erwähnt werden. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann bis hoffentlich morgen in der Sneak. Macht's gut. Ciao. Auf Wiederhaben. Tschüss. Der Kinocast.